Hallo liebe Bierfreunde. Moin. Es ist wieder Sonntag und wir haben Durst. Durst. Genau. Und wir haben von 5050, fast vom Donnerpass aus Turkey, aus Kalifornien, das Totally ein Imperial Stout. Nachdem das Imperial Stout, das Stout letzte Woche nicht so viel Umdrehungen hatte, haben die hier ein bisschen was draufgelegt. Ist ja auch ein 9,9. Genau. Kratzt an der 10. It's one pint, also 4,73. Löffelstiel. Steht hier wieder nicht ganz so viel drin, was drin ist, oder? Irre ich mich? Ich habe da extra schon mal den einen Aufkleber abgekratzt. Ja, und es war, du sollst während der Schwangerschaft nicht so viel davon trinken und solche Geschichten stehen drauf, aber. Das tut mir jetzt aber auch weh. Ab 16. Monat zählt das nicht mehr. Nee? So, ich bringe jeden Tag ein Kind zur Welt. Jeden Morgen, 3,5 Kilo ohne Knochen. Das wollte keiner wissen, gar keiner. So, ich würde wohl, so, ihr das hier weiter in Fäkal-Dinge ausartet, würde ich jetzt mal aufmachen und mich an die Kiste. Den erfreulichen Dingen des Lebens zuwenden. Genau. So. Oh, das sieht schon das mal gut aus. Schon mal hübsch aus, auf jeden Fall. Du stellst das immer wieder nach unten. Ach so. Aber der Alex, der braucht noch was zu tun. Ja, ja, alles gut, Entschuldigung. Wir bringen ihm das noch bei. Oh ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Schöner Schaum. Obwohl, der könnte noch so ein bisschen mehr creamy sein, finde ich. Also von der Optik her. Oh, das ist aber hübsch. Find ja, schon also hübsch. Er sieht gut aus, ja, keine Frage. Der wird jetzt nicht schwarz, ne? Aber genau, das meine ich. Manchmal auch so, dass genau, er noch so einen Schwarzstich mit hochzieht. Oder genau. So. Weil das ist ja dieser Creamy-Faktor da drin immer. Ja, dann wollen wir uns das Ganze nochmal anschauen hier. Genau. So, kurze Lampenprobe. Ich glaube, das ist verfahren, liebes Kein Licht geht mir. Durch. Soweit in Ordnung. Schäumchen sieht nett aus, ne? Ja. Muss man sagen. Wenn ich jetzt von hier oben angucke, sieht es auch besser aus wie von der Seite. Das ist hübsch, ja. Das geht schon. Ja. Hübsche, nette Nase, sehr einladend. Mhm. Wir haben Malz, wir haben ein bisschen Süße. Sehr harmonisch. Also lädt mich wirklich zum Trinken ein. Ja, also macht auf jeden Fall Lust, da mal die Zunge reinzustecken. Ja, in diesem Sinne, Prüsterchen. Zum Wohl. Geil. Mehr so auf der schokoladigen Seite. Ja. Nicht so auf der kaffeeartigen Seite. Nee, wir sind schön Bitterschokolade, richtig, aber oh ja, richtig wuchtig auch. Kommt hinten raus, richtig baut sich noch weiter auf. Also wir sind noch nicht, ich bin noch nicht am Ende. Also man hat so das Gefühl, man kennt ja diese Schokoladenbitter-Varianten mit 60%, 70%, 80%. Das steigt auf einmal an. Total lustig. Und endet dann tatsächlich in so einem leichten Kaffeeabschwung. Mhm. Finde ich schön. Holt mich ab. Ja. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und nicht aromatisiert. Also mit irgendwelchen anderen Sachen. Ganz einfach. Das ist das Bier so vernünftig durchgebraut. Alles super. Genau. So stelle ich mir die auch vor. Genau. Finde ich super so. Also das, genau. Also so stelle ich mir den Imperial Stout vor, was nicht aromatisiert ist. Und was ich so bei vielen anderen immer bekrittel, dass das halt nicht so mein Geschmack ist. Das hier. Aber auch die Körper, der Körper ist hier auch wuchtig genug dafür. Ja. 9,9 reicht aus. Ja, ja. So dass das generell. Gute Sache. Ist nicht spritig? Nein, überhaupt nicht. Schokoladig. Richtig. Sehr schokoladig. Ich würde sagen, wir machen es an eine Liste. Ja. Gucken uns das Döschen nochmal an hier. Ja, das hat leider. Jo, Optisch jetzt. Irgendwas mit Mond gelöt. Tüdelüt. Ist jetzt nicht hässlich, hat aber jetzt keinen großartigen Informationsgehalt und besonders hübsch ist es halt auch nicht. Nur, es sieht schon gefällig aus. So ein, ja, aber ich meine. So ein 7er. Nee, tatsächlich bei mir nur 6.
Also bei mir 7. Ich finde das Design schon jetzt nicht hässlich. Ja, hässlich ist es nicht, aber da haben wir schon andere Sachen, ganz andere Sachen gehabt. Das sieht doch gefällig aus hier. Das ist mit dem orangen Logo und ja. Jetzt nicht so blöd. Also wir hatten aber tatsächlich, ich hatte deutlich schwachsinnigere teilweise. Ein Pale Ale von 50-50, also die machen da nie so viel in der Optik. Das Pale Ale hat mich auch sehr abgeholt übrigens von denen. Insofern. Naja, Optik Schaum. Finde ich jetzt hübsch. Sehr hübsch. 9. 9er. Ja, ein bisschen mehr creamy im Schaum drin. Wäre noch geiler gewesen, wäre es eine 10 gewesen. Nase. Ist für mich auch ein 9er. Muss ich sagen. Finde ich auch richtig gut. Richtig schön appetitlich. Nimmt auch das vorweg, was hinten kommt. Richtig, ohne zu übertrieben zu sein. Ich gebe da mal ein 8 für, weil ich wäre eigentlich so für die Mitte zwischen 8 und 9 in dem Fall. Deswegen haben wir das ja. Genau. Antrunk finde ich echt schön. Es baut sich sofort Fett-Schoko auf. Ne? Mhm. Fett. Also mit einem fetten Unterbau, aber da kommen wir gleich noch zu. Das ist für mich ein 9er. Ja, das Problem ist, ich möchte eigentlich eine Steigerung so einbauen gerade, aber also selbst der Antrunk ist schon geil. Ja, also 9 auf jeden Fall. Gut. Also im Körper bleibe ich auch beim 9? Nee, das ist schon ein 10er bei mir. Nee, ich bleibe beim 9, dann haben wir eine 9,5. Das ist nämlich dem angemessen, würde ich sagen. Und der Nachklang bleibt auch beim 10er bei mir. Tatsächlich ist der... Das ist den geil. Nachklang gehe ich tatsächlich auf den 10er. Ja, siehst du, dann haben wir eigentlich die perfekte Steigerung, 9, 9,5 und 10. Also, das kriegt man eigentlich kaum besser hin. Glaube ich auch nicht. Es ist echt richtig, richtig gut gemacht, richtig gut austariert auch. Ja, ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie so da mal hingerotzt oder so, sondern das ist wirklich richtig fein abgestimmt. Geiler Braumeister. Jede Nuance genau da sitzt und piekt, wo sie auch pieken soll. Mhm. Richtig gut. Das macht von Spaß. Von daher... Persönlicher Geschmack. Ja, also, ich sag mal, bei dem Stout 19. Ja, gehe ich mit. Und, ja, 19er. Und du kennst das bei mir mit Stout normalerweise. Ja, du entwickelst dich ja eigentlich langsam zum Stout-Liebhaber. Ja, aber ich mag halt nur geile Stouts. Ja, ja, alles gut. Alles gut. So, Stil getroffen. Mhm. Müssen wir mal eine Hauptpunktzahl geben, würde ich sagen, oder? 20? Nein, Stil getroffen. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja gerade 20. Preis-Leistung sitzen wir hier bei 6,99 Euro. Ja, ist natürlich leider nicht mehr ganz günstig, ne? Na gut, es hat 10 Umdrehungen. Es ist ein Import. Wo kommt das her? Genau an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada, auf dem Donnerpass zwischen San Francisco und Reno. Also kommt aus den Staaten. Genau. Kostet jetzt 6,99 die Büchse. Ja, es 7 bis 8 wäre ich da jetzt. Ja, ich würde eine 8 geben, wegen dann den Importkosten. Dann gebe ich die 7 und du gibst die 8. Dann haben wir eine salomonische 7,5 gegeben. Mensch, haben wir viele Brüche heute hier drin. Genau. Aber heute musst du rechnen jetzt. Sein. Jetzt muss ich rechnen. Genau. Und wir probieren das Ganze nochmal zusammen und haben viel Spaß mit richtig geiler Bitterschokolade. Yes. Ihr könnt das mal machen, so im Vergleich. Legt euch so einen 60er, einen 70er und einen 80er dahin. Esst die mal vorweg, knabbert das mal an und danach das Bierchen her. Und ihr werdet merken, was ich meine. Das ist genau das gleiche im Mund gerade. Total geil. Ja, unterm Strich sind wir wieder bei 89, ne? Beide. 89. Ja, ja 89 Punkte. Super Bier, also wenn ihr das in die Hände kriegt, also viel ausgewogener kriegst du das kaum hin. Ne? Habe ich wenig gesehen, was so ausgewogen war wie das hier. Also ist echt schwierig. Richtig großartig, das trifft auch genau auf Punkt, ist es alles da, wo es hin soll. Und also finde ich richtig gut. Unsere Bewertung jetzt für Antep wäre hier 4,45. Ich habe nochmal natürlich nachgeguckt, 3,94. Hat es bei Antep aktuell gerade. Ja gut, wir sind vielleicht etwas immer zu enthusiastisch möglicherweise, aber
Ja, wie gesagt, bei Antep fließen ja auch mal noch die Leute mit ein, so 0,25, weil ich mag kein Stout. Ja, ja. Ja, klar. Die reißen also natürlich was raus. Runter, wir machen es ne? halt mit unseren Bewertungen relativ ehrlich, dass wir jeden Punkt einzeln durchgehen und dann ein sehr klares Schema haben. Ja, und eben auch nicht irgendwie getrieben sind, irgendwelche... Genau. Wir kaufen jedes Bier selber oder wir kriegen es von anderen Freunden geschenkt. Aber von der Brauerei. Von Brauereien, genau. Seltenst. Hatten wir auch schon mal. Ja, ich, ja. Hatten wir schon mal. Hatten wir jetzt auch schon mal. Was aber erstens nicht heißt, dass wir dringend ein Video von machen. Und Punkt B heißt das auch nicht, dass wir es über den Klee loben. Genau. Also es wäre, würde jetzt, es ist unerheblich, ob es gekauft wurde. Ich glaube, ich habe es nicht mal gesagt, ob ich, dass ich das nicht gekauft habe. Genau, richtig. Als ich es zwischengeworfen habe. Ne? Also das ist für uns recht unerheblich und da kann eigentlich auch keiner jetzt eine Verzerrung oder sowas uns in uns vorwerfen. Stellen, ne? Also hätten wir auch keinen Spaß dran, was soll das? Genau. Ne? Also bei wir versuchen, unseren das so ehrlich brutalen zu Zuschauerzahlen ist an eine ja. Monetarisierung eh nicht zu denken. Genau. Und auch der Werbeeffekt ist doch eher gleich, marginal. Das heißt, es wäre, glaube ich, auch von Seiten der Brauer keiner jetzt gewillt, da irgendwelche verzerrenden Maßnahmen zu ergreifen oder so. Von daher sind wir da relativ safe Augenblick genau. vor der Versuchung. Ja, ich glaube, wir werden auch immer safe vor dieser Versuchung bleiben, weil wir haben beide einen gesicherten Job und mir ist das völlig Banane. Ob, wenn wir jetzt morgen aufhören würden, dann würden wir halt morgen aufhören. Aber es macht uns halt Spaß, deswegen machen wir weiter. Eben drum. In diesem Sinne, zum Wohl. Leute, euch eine hübsche Woche, bleibt gesund. Schreibt mal ein Algo-Kombi drunter. Genau. Und lasst ein Like da und ein Like Abo vor allen Dingen. Abo da lassen und ring the bell. Ring the bell.